Was ich auch oft gelesen habe, was häufig diskutiert wird, ist die Frage, ob Kälteanwendungen auch beim Abnehmen unterstützen können und die Fettverbrennung anregen. Klar ist natürlich mit Sicherheit, dass dafür in erster Linie natürlich die Kalorienbilanz relevant ist. Also mit unseren Ernährungsgewohnheiten und Sportgewohnheiten haben wir da natürlich mit Sicherheit noch den größten Hebel. Aber würdest du trotzdem sagen, dass uns Kältereize dabei unterstützen können beim Abnehmen bei der Fettverbrennung? Ja. Also die Antwort ist ja. Und auch hier, das ist noch ein Grund, warum man Kälteanwendungen machen kann. Also wir haben angefangen mit Sport, dann Gesundheit und jetzt sind wir irgendwie beim Abnehmen. Und man muss sagen, dass für alle diese drei Sachen werden unterschiedliche Maßnahmen empfohlen, also unterschiedliche Arten der Kälteexposition. Weil jetzt hier beim dritten Faktor, also wenn es ums Abnehmen geht, sind tatsächlich Sachen, die länger wirken, besser. Also das heißt, im Winter mal die Heizung runterstellen, sodass in eurem Wohnzimmer, im Schlafzimmer die Temperatur bei 18 Grad liegt. Und dann einfach langfristig sozusagen dieser Temperatur von 18 Grad ausgesetzt sein. Und dann wurde wirklich gezeigt in Studien von der Maastricht-Universität, dass selbst diese sehr, sehr milden Kältereize, also von 16, 17, 18 Grad, dass das ausreicht, um das braune Fettgewebe zu aktivieren. Also wir kennen ja alle das weiße Fettgewebe, das ist Speicherfettgewebe, sitzt so schön am Bauch oder am Popo. Und dann gibt es aber das braune Fettgewebe und das sitzt meistens, also hier so im Bereich der Schlüsselbeine oder hinten auch im Nacken. Und das sind wirklich die Bereiche, wo wir braunes Fettgewebe haben, mit ganz, ganz vielen Mitochondrien. Mitochondrien sind die kleinen Energiekraftwerke der Zelle. Und die Mitochondrien haben so viele, also gibt so viele Mitochondrien in diesem braunen Fettgewebe, dass das Fettgewebe tatsächlich dadurch braun gefärbt wird. Und der einzige Grund ist, warum wir dieses braune Fettgewebe haben, ist, um uns warm zu halten. Und jetzt kann man sich wirklich vorstellen, wenn ich jetzt konstant in einem kälteren Raum bin, unser Körper will ja eine konstante Körpertemperatur haben. Und in der Hinsicht sind wir wie so ein offenes, wie so ein kleiner physischer Container. Also wenn der abkühlt, muss irgendwo Wärme wieder reinkommen. Weil wir wollen ja konstant bleiben und das Energiegleichgewicht muss stimmen. Und in dem Sinne ist frieren oder ein bisschen also sozusagen die Raumtemperatur runterbringen, kurbelt natürlich den Stoffwechsel an, weil mehr verbrannt wird. Also es werden mehr Kalorien verbrannt, um warm zu bleiben. Von daher, klar hilft das beim Abnehmen, ja. Die Okay. Frage ist, wie stark? Und Genau, was ich merke das ist in Polen, also wenn wir mit unseren Teilnehmern so Sachen machen wie wir gehen Eisbaden und vielleicht nicht nur einmal am Tag, sondern vielleicht sogar zweimal am Tag für eine Zeit oder gehen spazieren in Badehose, die Leute haben auch viel mehr Hunger, ne? Also die kommen nach Hause, wir kommen Ihr nach merkt man Hause das. und dann wird für uns gekocht und dann sind die Töpfe eigentlich immer, also da wird gegessen, wie man normalerweise zu Hause selten isst. Also wirklich. Da esse ich auch immer doppelte Portionen, weil der Körper braucht es dann mehr.